Shlomo Hazoyer Heme, Adjama Ketlan Ablonuso, Amusimon Jakob, Ketmachkelan Ishmo Alu Zentralrat Orientalischer Christen und Ali Peacemaker Tour, Ketio Mashritot Steuerhe, Ba Atrabosum Schahilfe, Eta Hrasu Ketamilala Adjama Bule Shon Almanoyo. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Interviewgespräch mit dem Herrn Simon Jakob. Herr Jakob war Gründer und Vorsitzender des Zentralrates Orientalischer Christen und startet eine neue Aktion, die sich Peacemaker Tour nennt und wird uns heute zu einem Interviewgespräch ein wenig darüber berichten. Herzlich willkommen, Herr Simon Jakob. Danke vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. Meine erste Frage ist, wie kam es eigentlich zu der Gründung oder zu der Idee der Gründung des Zentralrates? Die Gründung des Zentralrates beruhte mehr auf einer politischen Initiative der Konrad-Adenauer-Stiftung. 2010 und 2011 lud uns diese Stiftung nach Berlin ein, und zwar gemeinsam mit Vertretern der orientalischen Kirchen in Deutschland. Bedingung war, dass auch Laienvertreter mit dabei sein sollten, unter anderem meine Person. Anfangs ging es eigentlich mehr um die Entwicklung der sogenannten Diaspora-Gesellschaft in Deutschland. Es stellte sich aber sehr schnell heraus, dass wir uns intensiver mit dem sogenannten arabischen Frühling beschäftigen mussten, weil diese direkte und indirekte Auswirkungen auf die Christen im Nahen Osten hat, aber auch auf die Familien in Deutschland oder in Europa, die dementsprechend durch Entwicklung davon betroffen sind. Zu dieser Zeit entstand die Idee der Gründung des Zentrales orientalischer Christen und auch die nur Einsicht, dass so eine Struktur entstehen muss, um dementsprechend auch innerhalb der politischen Landschaft agieren zu können. Okay. Was hat Sie dazu bewegt oder ermutigt, den Zentralrat zu gründen? In erster Linie war es meine persönliche private Arbeit, die mich immer wieder in den Nahen Osten brachte. Dort konnte ich feststellen, dass eine tiefe Fragmentierung stattfindet. Das heißt, die Kirchen waren in sich nicht einig, inklusive der vielen Organisationen, auch politischen Organisationen. Und ähnliche Verhältnisse fand ich auch in Deutschland, wobei es hier einen großen Unterschied gibt. In Deutschland leben wir in einer Demokratie, wo wir uns entsprechend organisieren können und die Freiheiten haben, uns auch dementsprechend mit den Gegebenen auseinanderzusetzen. Im Nahen Osten ist das nicht der Fall gewesen. Meines Erachtens nach brauchen wir gerade eine Demokratie, eine einheitliche Stimme, eine Struktur, um auf der politischen Ebene agieren zu können, und das war meine Grundintention. Okay, warum wurde denn der Fokus auf orientalische Christen genau gesetzt? Nun, weil wir natürlich in erster Linie orientalische Christen sind. Wir bilden inzwischen eine Minderheit im Nahen Osten, nicht nur in Bezug auf unsere Religion, sondern auch in Bezug auf unsere Herkunftsidentität. Die Christen des Nahen Ostens haben viele verschiedene Identitäten, auf die sie sehr stolz sind. Sie gehen bis auf die vorchristliche Zeit zurück. Aber in der Mehrheit sind es nun einmal Christen, und wir selber entstammen natürlich auch den christlichen Kirchen. Und deswegen war es das Logischste, dass wir uns auf unser eigenes Klientel konzentrieren, in diesem Fall die orientalischen Christen. Natürlich. Welchen Stellenwert hat denn Ihre Arbeit mit Flüchtlingen? Die Arbeit mit den Flüchtlingen ist im Zentralrat außerordentlich wichtig geworden. Wir hatten damals natürlich nicht geachtet, dass es irgendwann zu einem Ansturm kommt, zu einer regelrechten Völkerwanderung. Unsere Expertise in diesem Bereich wird momentan sehr oft angefragt. Sie ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass das Thema Flüchtlinge in den nächsten Jahren für uns von immenser Bedeutung sein wird, und vor allem die Expertise des Zentralrates mit seinen vielschichtigen Mitgliedern, den sprachlichen Fertigkeiten, aber auch den kulturellen Hintergründen wird doch eine gewichtige Rolle spielen, wenn es um Beratung, Empfehlung und vor allem Unterstützung geht. Ja. Sie waren in den letzten Jahren mehrmals im Irak und auch in Syrien. Was können Sie uns darüber berichten oder was hat Sie vor allem besonders in der Zeit in diesen Ländern geprägt? Nun, in allererster Linie, und da beziehe ich mich auch auf meine eigene Ethnie, Herkunft und Religion, war es die Ignoranz oder naive Sichtweise des Westens gegenüber den Entwicklungen in diesen Ländern. Demokratie ist ein wunderbares Vehikel, um eine Gesellschaft zu formen, mir die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Aber eine Gesellschaft muss auch für Demokratie bereit sein. Sie muss auch die Fähigkeit zu entwickeln, mit der Freiheit der Demokratie umgehen zu können. Der Westen hat es in vielerlei Hinsicht gut gemeint und hat versucht, die Menschen in dieser Region zu einer demokratischen Bewegung hin zu bewegen, musste allerdings irgendwann feststellen, dass es sich mit den kulturellen, traditionellen und religiösen Gegebenheiten so gut wie nicht auseinandergesetzt hat, und das war
etwas, was mich sehr stark geprägt hat und auch dazu geführt, dass wir den Zentral gegründet haben. Okay. Was können Sie uns über die Lage der Christen oder der assyrischen Christen im Irak und in Syrien sagen oder berichten? Nun, in erster Linie muss man die Situation der Christen oder der Assyrer oder Chaldeer oder auch Armenier, wie sie sich in diesen Regionen nennen, unterscheiden. In Syrien entwickelt sich das anders als im Irak momentan, zumindest in Teilbereichen. Es findet in beiden Ländern ein massiver Exodus statt. Im Irak bereits seit der völkerrechtswidrigen Intervention der Vereinigten Staaten und der Außerkraftsetzung der administrativen Kräfte im Irak. Seit dieser Zeit haben wir praktisch eine Dreiteilung des Landes in einen schiitischen Raum, sunnitischen Raum, einen kurdischen Raum. Und die einzige Region, in der Christen eigentlich einen Platz haben, wo sie, abgesehen von Bagdad, wo sie einigermaßen sicher leben können, ist die nordirakische Region, nämlich Nordkurdistan. Nichtsdestotrotz sind auch die Christen in dieser Region unter Druck. Sie sitzen auf gepackten Koffern, weil einfach die Entwicklungen in der Zukunft nicht vorhersehbar sind. Und wir haben das letztes Jahr in Mosul gesehen. Der Irak war nicht fähig, die Minderheiten, die auch die Jesiden, zu beschützen. Entsprechend verhalten sich die Menschen so, dass sie auf gepackten Koffern sitzen und nach Möglichkeit das Land verlassen. Syrien hat sich im Norden eine Situation entwickelt, die eher positiv ist. Dort haben sich Strukturen gebildet. Innerhalb dieser Strukturen haben zum ersten Mal auch Christen, also auch Assyrer, Armenier, Chaldeer genannt, sie haben zum ersten Mal die Möglichkeit, in einer Regionalregierung zu partizipieren, innerhalb dessen sie für Sicherheit sorgen können. Okay. Und zwar unter eigener Verantwortung. Das spielt eine große Rolle. Sobald man die Sicherheit in der eigenen Hand hat, kann man auch dafür sorgen, dass die Menschen geschützt werden. Dies ist im Irak zum Beispiel nicht der Fall. In Nordsyrien ist es inzwischen der Fall. Und das macht einen wesentlichen Unterschied aus. Und hier sehe ich durchaus Hoffnung und Perspektiven. Okay. Was können Sie uns über die Zusammenarbeit mit den Kurden in Syrien und im Irak sagen? Wie kommen die christlichen Milizen im Endeffekt die notwendigen Waffen, um sich gegen diesen islamischen Staat zu schützen, um gegen sie zu kämpfen? Wir haben auch hier zwei verschiedene Situationen. Im Irak haben wir die Gegebenheit, dass die christlichen Milizen, also die Assyrer, wie sie sich im Irak nennen, die christlichen Milizen, die vielfältig sind, haben verschiedene Perspektiven oder Möglichkeiten gehabt, zumindest auf dem Papier. Zum einen sollten sie sich in feste Strukturen einbetten, ob es nun die irakische Armee ist, das die irakischen Streitkräfte, oder die Peschmergas im Norden des Iraks. Unter der Voraussetzung, dass sie sich in diese festen Strukturen einbetten, sollten sie in den Genuss kommen, auch ausgerüstet zu werden. Das heißt, sie sollten eine Besoldung erhalten, eine Bewaffnung. Gemäß unserer Recherchen, unseres Wissens, sollte dies zum Beispiel im Nordirak der Fall sein, wo sich Assyrer oder Christen bei den irakischen oder kurdischen Streitkräften eingebracht haben. Sie sind allerdings bis zum heutigen Tage, trotz der Versprechen, die geleistet wurden, nicht ausgerüstet worden. Ähnliches sehen wir auch innerhalb der Zentralregierung in Bagdad. Die assyrischen Milizen, die sich in die irakischen Streitkräfte einbringen wollten oder einbringen sollten, sind bis zum heutigen Tag allem Anschein nach nicht registriert worden. Voraussetzung der westlichen Politik, so wie wir verstanden haben, für die Ausrüstung und die Bewaffnung der Milizen war eine Integration in feste Strukturen, was auch aus der Sichtweise des Westens absolut verständlich ist. Man gibt keine Miliz, die nicht unter Kontrolle ist, Waffen in die Hand, weil man nicht weiß, wo die Waffen am Ende landen werden. Leider hat es sich bis heute ergeben, dass die Zentralregierung als auch die Peschmergas im Norden des Iraks ihrem Versprechen nicht nachgekommen sind. In Syrien verhält es sich anders, weil die Christen an der Regierung partizipieren, in diesem Fall in Nordsyrien. Es gibt gemeinsame Einnahmen. Über diese Einnahmen wird ein Militärbudget definiert. Über dieses Militärbudget werden dementsprechend auch die Streitkräfte Kurden, Christen, Assyrer, Chaldeer, Aramäer, wie sie auch immer nennen, als auch sunnitische Araber ausgestattet. Okay, was kann man denn ändern, dass christliche Milizen die Waffe bekommen, die sie benötigen? Nun, zunächst einmal erfordert es eine einheitliche politische Perspektive innerhalb Europas, weil man nur durch Druck
den man ausüben kann, auch die einzelnen Mitspieler dazu bringt, ihrem Versprechen nachzugehen. Das heißt, die deutschen Staatsbürger mit orientalischem Hintergrund oder die eine Verbindung zu den Menschen dieser Region haben, müssen ganz klar im politischen Konsens eine einheitliche Stimme finden, um stärker Druck auszuüben, und auch auf die hiesige Politik, weil es letzten Endes im Interesse Deutschlands, auch im Interesse Europas ist, wenn die Christen dort verweilen können, wenn sie weiterhin Brückenbauer bleiben und vor allem ihre Kultur und Tradition bewahren können, die letztendlich auch dazu dient, um einen Dialog zu definieren, der uns allen helfen kann. Besteht denn für das assyrische Volk in naher Zukunft die Chance oder die Möglichkeit auf eine Schutzzone oder auf ein Autonomiegebiet in der Nineveh-Ebene? Wie können Sie das beurteilen? Die aktuelle Situation in der Nineveh-Ebene ist äußerst prekär und schwierig. Letzten Endes geht es auch in der Nineveh-Ebene um eine fruchtbare Region mit Rohstoffen und das weckt Begehrlichkeiten. Und zwar bei allen Völkern und Ethnien dieser Region. Wenn die Assyrer und die Christen im Irak es schaffen würden, eine einheitliche Politik zu bilden, gemeinsam mit allen Parteien, die dort aktiv sind, und wenn sie mit einer einheitlichen Stimme, und zwar mit den Kirchen gemeinsam, Politik im Nahen Osten funktioniert nicht ohne Religion, wenn sie es schaffen, mit den Kirchen gemeinsam eine Forderung zu stellen, adressiert an die internationale Politik, dann sehe ich durchaus die Möglichkeit, zumindest eine Zone zu schaffen, in der man sich selber verwalten kann, in der man, was sehr, sehr wichtig ist, vor allem sich selber schützen kann. Die Möglichkeit besteht, aber ich bin auch Realist, was das angeht. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Chance sehr gering. Okay. Seit 2 Jahren besteht ja der ZOCD, also der Zentralrat Orientalischer Christen. Wenn Sie jetzt auf die 2 Jahre zurückblicken, was waren für Sie die größten Erfolge? Nun, zunächst einmal unsere medialen Aktivitäten mit der ARD, dem ZDF, aber auch vielen renommierten Zeitungen, wie zum Beispiel Die Zeit. Das war außerordentlich wichtig für uns, weil wir natürlich auch außerhalb unserer eigenen Communities, wo wir durchaus mediale Instrumente haben, auf uns aufmerksam machen mussten. Gerade in Bezug auf den arabischen Frühling. Wir haben in den letzten 2 Jahren an die 13 Reportagen gemacht und sie mitorganisiert. Und gerade diese Reportagen haben das Augenmerk auf die Situation geweckt. Ich glaube, das war eine unserer wichtigsten Errungenschaften. Hinzu kamen natürlich unsere politischen Aktivitäten innerhalb verschiedenster Organisationen, Stiftungen, politische Gespräche mit gewichtigen Politikern. Wir waren 2 Mal beim Bundespräsidenten, hatten auf höchster Ebene immer wieder Gespräche, auch wenn es um die Sicherheitslage ging. Ich denke, auf der Ebene haben wir sehr, sehr viel erreicht und haben vor allem die bestehenden Organisationen ergänzt. Und sie konnten davon profitieren und sollten auch weiterhin von diesen Aktivitäten profitieren. Okay. Gab es denn auch für Sie persönlich, wo Sie sagen würden, auch mit Niederlagen in der Zeit? Siege gibt es nie ohne Niederlagen. Niederlagen gibt es immer wieder und vor allem die tiefe Fragmentierung unserer eigenen Kirchen verursachte immer wieder Schwierigkeiten, weil das Verständnis nicht da war für eine religiöse Gemeinschaft, die aber eine Säkularisierung durchgemacht hat, vor allem innerhalb einer demokratischen Umgebung. Die Kirchen im Nahen Osten sind patriarchalisch strukturiert, was auch notwendig ist, um sich Gehör zu verschaffen. Die Gesellschaft im Nahen Osten ist völlig anders als die Gesellschaftsform in Europa. Ich denke, anfangs, als wir den Zentralrat gründeten, hat das für viele Kleriker vor allem eine diffuse Situation geschaffen, weil sie damit nicht umgehen konnten. Und dahingehend war es anfangs außerordentlich schwierig, die verschiedenen Vertreter der Kirchen an einen Tisch zu bringen. Diese Barrieren haben wir inzwischen überwunden und ich glaube, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind, weil natürlich auch die Kirchen sehen, dass man von einer Laienvertretung, wie sie Zentralrat mal darstellt, durchaus profitieren kann, wenn man sich an einen Tisch setzt und vor allem unter der Achtung der demokratischen Werte, wie wir sie in Europa und Deutschland haben. Okay. Gibt es denn etwas, was man jetzt in der Zukunft verbessern könnte, wenn man aus den Niederlagen einfach davor vielleicht sich das anschaut? Selbstverständlich. Ich denke, dass auch wir vor Fehlern nicht gefeit sind. So gut wir auch in Deutschland ausgebildet sind, wir müssen uns mehr auf die kulturellen Gegebenheiten der einzelnen Akteure einlassen, der einzelnen Kirchen, aber auch Religionen.
Eine intensivere Absprache zwischen Politik, Gesellschaft und Medien ist nötig, um eine noch effizientere Arbeit zu leisten. Und vor allem müssen wir unsere Netzwerke ausbauen, um einen intensiveren Austausch der Informationen zu unseren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nahen Osten hinein. Ja, gut. Sie starten ja jetzt eine neue Aktion. Sie haben mit dem Amt des Friedensbotschafters des ZOCD eine neue Herausforderung angenommen und dazu ja dieses Projekt Peacemaker ins Leben gerufen, im Endeffekt ja auch mitgegründet. Was sind Ihre Absichten mit diesem Projekt? Zum Projekt Peacemaker gehören viele Menschen ehrenamtlicher Natur, die verschiedensten Kirchen angehören, und wir alle verfolgen ein gemeinsames Ziel. Wenn wir uns heute mit jemandem unterhalten in Deutschland und fragen, was er vom Nahen Osten denkt, Syrien, Irak, dann erscheint ihm immer nur das Bild eines Extremisten, der einem knienden Menschen den Kopf abschneidet, enthauptet. Und wir sehen die zerstörerische Wut des Islamischen Staates, wenn es um uralte Artefakte geht, zum Beispiel die Stadt Nimrud im Irak, die dem Erdboden gleichgemacht wurde, was für die Ewigkeit verloren ist. Wir glauben aber nicht, dass die Gesellschaft nur aus Extremismus besteht. Ich persönlich glaube, dass die Mehrheit der Gesellschaft im Nahen Osten nach Frieden sucht. Die Mehrheit der Gesellschaft im Nahen Osten sucht nach einer Zukunft. Es sind junge Menschen, die Träume und Wünsche haben. Und weil dem so ist, sind wir der Meinung, dass wir ein Bild des Nahen Ostens projizieren müssen. Und zwar hier nach Europa, um A, den jungen Menschen dort eine Stimme zu geben, letztendlich Hoffnung, aber auch um uns Hoffnung zu zeigen, seht her, der Islamische Staat hat zwar zum aktuellen Zeitpunkt die Hoheit über das Internet, über die Medien, aber das ist nicht das Bild, was wir über diese Länder haben sollten. Wir sollten ein Bild über Menschen haben, Christen, Schiiten, Sunniten, Jesiden, über Menschen, die nach einer Zukunft suchen und die sehr wohl friedlich miteinander koexistieren können, aber sie brauchen eine Stimme. Und das ist der Grund, warum wir dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Okay. Was hat Sie geprägt oder warum starten Sie so eine Kampagne, die ja nicht gerade auch ein bisschen ungefährlich ist? Aus meinem Glauben heraus. Mhm. Aus dem Glauben heraus, dass wir friedliche Menschen sind, dass wir menschlich sind und vor allem mit dem Bewusstsein, dass nur Menschlichkeit Frieden schafft. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Konflikte gesehen, ich habe viel Leid gesehen. Und dieses ganze Leid, diese ganze Zustände haben mich tief geprägt. Und nach einer Zeit fragte ich mich, was ich tun muss, um den Menschen ein anderes Bild aus, und auch aus meinem christlichen Glauben heraus, weil mein christlicher Glaube darauf ausgelegt ist, Frieden zu schaffen und nicht Konflikt zu sehen. Okay. Nicht Krieg zu sehen und vor allem nicht Hass zu verbreiten, sondern Liebe, Zuneigung, Gemeinsamkeiten suchen. Mag sein, dass die Reise nicht ungefährlich ist, aber im festen Bewusstsein, dass man, wenn man etwas Gutes tut, auch den Schutz der Gemeinschaft erfährt, in diesem Bewusstsein drehe ich diese Reise an. Welche Länder werden Sie denn bereisen bei Ihrer Peacemaker-Tour und wie finanziert sich dieses Projekt? Nun, die Peacemaker-Tour erstreckt sich über mehr Länder des Nahen Ostens und zwei Länder in der kaukasischen Region. Wir starten in der Türkei im September, werden den Iran besuchen, Armenien, Georgien, wo es übrigens sehr viele assyrische Communities gibt. Die assyrische Kirche ist dort sehr, sehr stark. Dann gehen wir, besuchen wir die Emirate, den Irak, die Ninive-Ebene, wenn es die Sicherheitslage zulässt, Syrien, Jordanien, Ägypten, Libanon, und am Ende werden wir unsere Reise in Israel, Palästina abschließen. Okay. Finanzieren tut sich die Reise hauptsächlich über Spenden und über Sponsoren. Wir sind guter Hoffnung, dass wir das notwendige Budget zusammenbekommen. Wir haben jetzt schon einige Einnahmen, aber wir sind natürlich darauf angewiesen, dass auch weiterhin Menschen an unser Projekt glauben und uns mit der einen oder kleinen Summe unterstützen. Super. Herzlichen Dank für das Interview, Herr Jakob, hat mich sehr gefreut. Ich bin dir erstmal dankbar, dass du dich dem Projekt anschließt. Und meine, wir kennen uns seit Jahren. Du hast mit mir im Nahen Osten all diese Dinge, die wir gesehen haben, und Krieg, Gewalt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das die Gesellschaft ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen nur danach leben können. Sie sehen sich nach etwas anderem. Und also ich denke, dass jeder Mensch eigentlich Frieden will.
weil jeder Mensch eigentlich also Harmoniebedürfnis hat, dieses Gerechtigkeitsempfinden. Und deshalb ist eigentlich für den Menschen schon das Ziel Frieden. Und ich sage immer auch den Schülern, wenn ich Papier habe und auf das Papier zeichne ich einen kleinen Fleck, was sehe ich? Alle sagen, ich sehe einen Fleck. Aber man soll sagen, ich sehe eine große Fläche des weißen Papiers, auf dem ein kleiner, dunkler Fleck ist. Aber alle sehen den Fleck. Deswegen ist es auch uns die Lehre für uns. Wir müssen immer nach der großen Mehrheit gehen. Das, was am Mehrheit ist, und das ist das Gute, hoffentlich in dieser Welt. Mit Hoffnung leben und mit Hoffnung Frieden finden. Also Frieden in Laos. Leben miteinander, nicht gegeneinander. Leben bedeutet Leben mit Frieden, arbeiten zusammen, aber keiner Krieg. Keine hassen. Heat is a matter that can be controlled by humans, and the more powerful we go against heat, the better we are as humans to each other. Die Versöhnung ist der beste Weg zum Frieden und zum Dialog. Deshalb meine ich, ich begrüße sehr herzlich diese Initiative. Und ich hoffe, dass sie verhelfen, dass die Menschen weiter ermutigt sind, miteinander zu leben. Simon, was ist Project Peacemaker? Project Peacemaker soll der Gesellschaft zeigen, dass es im Nahen Osten mehr gibt als nur Krieg oder Extremismus. Deswegen werden wir mit einem Team Länder des Nahen Ostens bereisen. Wir werden zu den Communities gehen, zur Gesellschaft, zu Geistlichen, zu Künstlern, zu Intellektuellen, aber auch vor allem zu jungen Menschen, Familien. Wir möchten gerne der Welt zeigen, dass die meisten Menschen im Nahen Osten nach Frieden suchen, nach Gleichheit, nach ihren Menschenrechten, nach Menschlichkeit. And when I'm able to forgive the other, doesn't mean I should be a victim of the other. It rather means I teach the other how to love, because love is the culture of life. لغة مقولة أما فاهم مختار على دخدم لنا إنسانية. Ich stehe auf für Freundschaft und Nächstenliebe. I stand up for justice against any occupation and for the rights of all beings. Ich stehe auf, damit Kinder im Nahen Osten Kinder sein können. Und wofür stehst du auf? Und für was stehst du auf im Nahen Osten? Hilfe diesem Projekt mit einer kleinen Spende, etwas Großes ins Rollen zu bringen. Stehen wir für Toleranz, Respekt und Frieden im Nahen Osten auf.